Leef matpiezen reden, leef matpiezen. Al jaren gaat aan onze gemengen de Nationale Vrijdag officieel begangen. We hebben dat aan de stedelijke gemeente traditioneel om 4:04 geholt. De coronavirus heeft ons leider dit jaar ook recht durchtrechten gemaakt, maar we kunnen als manifestatie niet via de vergangenheid organiseren. Daarvoor ging ik ook dit jaar bij mijn 33e Nationale Vrijdagsreed niet verder op die lokaal, nationaal en internationaal politische situatie aan, zoals ik dat zus gemerkt heb. Ik wil juist een paar vaststellingen maken aan het kader van de pandemie. Lützeburg heeft in deze crisis, die absoluut niet vooruitziend was, excellent doorgeslagen. Kein Land, aber wir auch nicht, waren darauf vorbereitet. Dank der Aktion von der ganzen Regierung, besonders dem Staatsminister und dem Gesundheitsminister, der Disziplin und der Solidarität von der Population konnte Krankheit an die Mitte gehalten gehen, trotz nach zu vielen Todesopfer und Nervenopfer, denen wir an ihre Familien als Mordgefühl entgegenbringen. Wir haben eine Gemeinde. Kommunalpolitische Plan als best gemacht für die Leute, speziell den Vulnerabelsten entgegenzukommen, an der Organisation von unseren Servicen, an der Rufe von Dienstleistungen wie Belieferung daheim mit Haushaltsmitteln, mit Medikamenten, aber diesen, und das all der. Wir haben noch ein gewissenhaft Arbeit gelegt an der tadellose Präparation vom rechtlichen Schulaufgang der 25. Mai. Het was een enorme Herausforderung. Durf je een immense merci aan alle zuständige Service, aan al die in onze Aktionen beteiligt waren. Het was een Beispiel van een grote gelungene Zusammenarbeit, alle bewijs dat am Fall van een Notstand verloos op al als Akteuren as. Dat schaft vertrouwen. Merci ook de ganze Population voor dat disciplinaire behoorlijk. Corona-Krise, wo wir nun an der Phase 4 vom Dekonfinement sind, hat also alles an die Schiede gestellt. Politiker, Virologen, wo vieles von der Pandemie gesucht, über die Ursachen an ihren Treatment. Eins steht jedenfalls fest, wenn wir als weiter konsequent und Grundregeln, die von der Regierung proposiert sind, halten, wie Distanz halten, Maske und den Hygienevorschriften, da werden wir geschwind dann vom Tunnel gesehen an unserem ganz frei können bewegen. Den ökonomischen Aspekt für der Krise als letztes übersehen. Glücklicherweise hatten als letzte bei Regierungen Reserven gelöst, an der die nötigen Dispositionen geholt, für hoffentlich mit einem blauen Nase davon zu kommen. Vergessen dürfen wir nicht, die mir arm leidt an unserer Gesellschaft, die die Krise am meisten getroffen hat, an Heimat einen weiteren Appell und als Solidarität. Zu einem Friedensevenement durch die Geburt von Prinz Charles, den 20. Mai, als über den Erbgrößer zu Guillaume raus, den er in der Gemeinde großen Teil von seiner Krankheit verbrüht wird, Sukzession an der Monarchie assuriert. Für das der Rechnis, als Felicitationen und ganz grüßherzlich Familie an dem Neugeborenen enge, erfreulich Zukunft. Wer auch immer,
de nationale vrijheid is de gelegenheid uit de vergangenheid eruit, of we nog veel kunnen voor vaststellen, wie vrede is aan eigen land, te leven, te zoomen, Litseboeien en niet-Litseboeien, een levensstandaard recht te hebben, die zingers gelijke zicht aan eigen nation van vrijheid en vrijheden, democratie en tolerantie, sociale vrede, algemene welstand. In dem Sinn, so bei allen zusammen, wie die Grande Kori und Grüße zu der Familie, wie Litseburg, wie Weißhebech. Die Damen und Herren, merci für Ihre Aufmerksamkeit, einen agréablen nationalen Feiertag, auch für in allem, bleibt gesund. Thank you.
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Thank you.
There you go.